Hallo Klickenabendler, wir sind in Essen auf der Messe bei Gerhard Spiel und Design. Neben mir ist der Dominik. Hallo Dominik. Hallo Andreas, guten Morgen. Ihr habt dieses Jahr auch ein paar Neuheiten natürlich. Wir haben ein paar Neuheiten, genau. Und sie sind aus Holz. Wie unerwartet. Wer hätte das erwartet? Ja, also ich nicht, ganz persönlich. Diese Neuheit, die jetzt hier vor uns liegt, heißt? Die heißt Kipp 4. Und ist für wie viele Personen? Für 2 Personen. Und ich schätze mal, man muss hier was kippen und man muss irgendwas hinbekommen. Ja, aber wir fangen mit dem Viererteil an und zu dem Kippteil komme ich ganz am Ende. Sehr gut. Okay. Gut, der Viererteil. Wir haben 4 rote Murmeln in der Startposition in den 4 Ecken. Das Ziel ist es, 4 eigene Murmeln in einer Reihe zu haben. Bedeutet ganz konkret sowas zum Beispiel. Dann hätte Schwarz gewonnen. Wenn ich jetzt am Zug bin, habe ich 3 Optionen. Ich kann in eins der 4 äußeren Felder eine Murmel einsetzen. Ich kann mit einer Murmel von außen nach innen ziehen. Und ich kann eine der roten Platzhalterkugeln vom Anfang entfernen. Das war's an Einsatzregeln. Und nun zum Kippteil, denn das kleine Schwarze liegt hier nicht umsonst. Wir stellen das Brett da drauf und nach jedem Zug drehe ich das Brett. Es muss auf irgendeiner anderen Seite zum Liegen kommen, darf nicht mehr auf derselben Seite liegen. Bedeutet aber auch, nach jedem Zug ändert sich die Position der Murmel. Das kann man ja im Kopf ein bisschen voraussehen. Denkt man. Funktioniert dann aber irgendwie nach 3 Zügen auch nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt dran bin, würde ich auch irgendwo eine Kugel einsetzen? Genau, außen musst du einsetzen. Ich muss außen einsetzen. Du musst außen einsetzen, genau. Und jetzt musst du drehen. Genau, jetzt bin ich wieder dran. Kann auch da einsetzen. Und drehe mal ein bisschen mehr. Genau, du darfst von außen nach innen ziehen, aber nur auf ein freies Feld. Genau. Ergänzung noch, sobald wir diese äußeren mal komplett voll haben, dürfen wir auch in die Mitte setzen. Habe ich gewonnen. Ja, auch wichtig. Muss doch mal sehen, wie man gewinnt. Mache ich alles hier nur wichtig. Für die Kamera. Ich verliere extra vor der Kamera für euch, damit ihr seht, wie es funktioniert. Ja, habe ich auch mal gewonnen, das ist auch schön. Das Spiel selbst kostet? Das Spiel kostet hier auf der Messe 22 Euro und sonst 24,90. Wurde mir gerade aus dem Off zugerufen. Ich habe es gesehen. Super, dann ist das eine eurer Neuheiten. Genau.